Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Rituale der Nacht anzunehmen bei Sera im Ardenwald an dieser Position. Vorquest war zurück zum Herz. Nehm die Quest gleich mal an. Nun heißt es, bringt den Nachschubwagen in den Hain des Erwachens. Alles klar. An dieser Stelle der Hinweis, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich voll freuen, euch da zu sehen. An dieser Position war dieser Nachschubwagen, den muss man einfach benutzen und dann zieht man ihn hinter sich her. Man kann auch aufmounten und losdüsen. So, jetzt darf man links abbiegen. Keine Sorge, der Wagen ist zwar verschwunden, aber es zählt noch. So, dann geht's hier entlang. Nun darf man an dieser Position die Ritualvorräte einsammeln. Hier auch die Map. Also alles einsammeln, was da so herumliegt. Da ist einmal Blumenkorb. Dann ist einmal Ritualöle der Fee. Und dann haben wir noch Korb mit Räucherwerk. Alles klar. An dieser Stelle platzieren wir die Ritualöle der Fee. Dann, das sind die Ritualfokusse, die darf man benutzen, alle drei. Dauert immer ein bisschen. Wenn wir schon an dieser Stelle sind, können wir gleich den Korb mit Räucherwerk platzieren. An dieser Position. So, dann noch ein Fokus. Und dann müssen wir noch die Blumen um die Wände ausbreiten. So, einfach zu die Wände laufen. Nun sollte normalerweise ein Extra-Knopf erscheinen. Wo ist der? Ah, ich habe sie nicht gelootet. Das könnte vielleicht euch auch passieren. Blumenkorb. Ich hätte gedacht, ich habe ihn gelootet. Okay, anscheinend nicht. Und jetzt erscheint der Extra-Knopf. So, und dann ist die Quest auch schon bereit zur Abgabe. Wunderbar. Quest ist abzugeben bei Sera. Im Ardenwald, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür platziere ich euch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf hin. Außerdem nicht vergessen, in der Videobeschreibung Link zum Twitch-Kanal. iZocke, Ende.